Hallo Leute, willkommen bei der Sims Mobile 100 Baby Challenge. Dies ist Teil 68 und die Kim bekommt jetzt ihr Baby, den kleinen Erben oder die kleine Erbin. Und ich bin schon gespannt, was es wird. Ein Junge ist es geworden. Na prima. Sebastian. Warum nicht Sebastian? Ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Gut, Kim, dann kannst du mal kommen und nach deinem Baby sehen. Jawohl. Und das Baby füttern kannst du auch mal. Und ich hatte ja in der letzten Folge überlegt, ob ich die Liebesgeschichte zwischen der Kim und dem Ben, der ja ein Sohn von Mia ist. Wo steckt er denn jetzt? Also der wohnt ja schon hier, ist aber nicht spielbar. Ist er das? Ich glaube, das ist er. Ah, sie ist fertig mit Sebastian. Na gut, dann gehen wir mal zu ihr. Okay, prima. Und jetzt können wir dann auch auf den Ben klicken, ob das wirklich der Ben ist. So, jawohl. Genau, da hatte ich ja überlegt, ob ich die Geschichte von denen ausbaue und die vielleicht sogar heiraten lasse mit Flitterwochen und allen Schikanen. Aber ich habe gerade eigentlich so viel zu tun und dieses Flitterwochenereignis, wenn es das überhaupt noch gibt, aber ich hatte das eigentlich so verstanden, dass jeder das einmal machen kann. Ich guck mal, ob wir noch diese Mission haben mit dem Antrag. So, anmutiger Antrag, ja. Also dann könnten wir das noch machen. Aber dazu habe ich momentan leider zu viel zu tun. Das heißt, ich peile mal an, dass vielleicht der Sebastian sich dann eine holde Lady nach seiner Wahl aussuchen kann und die dann heiraten kann. Dass wir hier mal wieder so richtig Romantik in den Laden reinbringen. Aber momentan geht's leider nicht. Ja, schade. Hätte ich jetzt gerne gemacht, aber es hat überhaupt keinen Zweck. Hier haben wir ein paar Geburtstage anstehen. Hüpf mal rum. Ja. Und wer zum Schulkind? Und da war noch ein Schulkind, was Geburtstag hat. Also ich nenne die immer Schulkind wegen des Alters. In die Schule gehen die ja nicht. So, du wirst jetzt erwachsen. Okay, sehr gut. Wer bist du? Markus. Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir die aktuellen Geburtstage abgehandelt. Jawohl. Sehr gut. Dann schauen wir jetzt nochmal nach Sarah, die mit ihrem Klavierhobby ganz gut vorankommt. So, na, jetzt will ich hier näher ranzoomen. Die hat gerade eine kurze Schicht fertig gemacht. Und ich guck mal, ob man auf dem Klavier vielleicht einfach mal nur was Schönes spielen kann, ohne gleich eine neue Schicht zu machen. Die ist also hier schon mittendrin im Level 9. Ja, sie kann einfach spielen. Das wollen wir doch mal hören. Hey, du hast Level 9. Ich hab dich schon viel besser spielen hören. Du sollst uns jetzt mal was Schönes vorspielen. Na, irgendwie wird das nix. Das ist schon schade, weil sie kann viel besser. Ja, ja, ja. Da. Hört ihr, wie sie spielen kann? Ist zwar so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Musikstil, aber durchaus virtuos. Na gut, dann darfst du jetzt eine neue kurze Übungseinheit machen. So. Und jetzt gucken wir mal, was noch auf der To-Do-Liste steht. Lifestyle-Verbesserung. Das besondere Ereignis haben wir abgeschlossen.
Und das Zuhause verschönern, also die üblichen Verdächtigen. Gut. Ah, wir hatten ja hier den rothaarigen, ich glaube, das war der Esteban, den rosahaarigen. Und da ist das Kleinkind auch rosahaarig geworden. Das hatte Geburtstag kurz bevor ich die Kim das Baby hat machen lassen. Da ist das Kleinkind vom Esteban, der Tom. Ja, den finde ich schon sehr niedlich mit seinen rosa Haaren. Jetzt gucken wir mal, was wir hier Lifestyle-mäßig erreichen können. Erstmal gucke ich, ob ich für das Klavier-Hobby noch was kaufen kann. So, weil sie ist dann ja bald fertig und dann kann man das vielleicht auch nicht mehr kaufen. Nö, das ist noch nicht freigeschaltet und die anderen haben wir alle außer der Büste, die Simcash kostet. Okay. Und das Internet-Hobby, das macht die Kim, die ist aber noch nicht sehr weit. Mal gucken. Level 3. Ja, gucken wir mal, ob wir da irgendwas kaufen können. Nee, hier, da, kaufen. So. Oh ja, ein Mikrofon können wir kaufen. Na, das ist doch prima. Das ist jetzt auch in einem Preisbereich, den finde ich ganz okay. Und es ist was Neues und dann haben wir auch gleich eine Lifestyle-Verbesserung. Und hier auf den Schreibtisch können wir es stellen. Und dann gehen wir mal näher ran, um uns das anzugucken. So. Und dann drehen wir mal. So. Und jetzt nochmal näher ran. Jawohl, prima. Hier können wir es jetzt sehen. Das steht also da auf dem Schreibtisch direkt daneben, dass wenn sie da sitzt und streamt, dann kann sie da ins Mikrofon sprechen. Okay. Dann würde ich sagen, das hat geklappt. Und ich denke mal, dass wir dann unsere heutige Pflicht erfüllt haben. Gucken. Jawohl. Und jawohl. Sehr schön. Abholen. Wunderbar. Und wir kriegen sogar ein bisschen Simcash, weil wir eine To-Do-Liste abgehakt haben. Das finde ich cool. Da freue ich mich immer, wenn man für die To-Do-Liste nochmal extra Belohnung kriegt. Vor allem, wenn es dann auch noch Simcash sind. Da kriegt man dann auf Dauer schon so ein paar Simcash zusammen und kann sich vielleicht mal so das eine oder andere leisten. Natürlich wohl überlegt, weil es geht ja trotzdem immer sehr langsam mit dem Simcash. Okay, Kim, du könntest dann hier mit deinem Internet-Hobby nochmal weitermachen. Und zwar kannst du jetzt ein Coupon-Sammler werden. Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, warum man, wenn man was mit Internet machen will, ein Coupon-Sammler werden soll. Aber ich erinnere mich dunkel, das war mal so ein Trend, wo die Leute alle möglichen Coupons gesammelt haben, so für Vergünstigungen hier und da und dort. Und das ist eigentlich wieder abgeflaut, dachte ich. Und ja, vielleicht surft die jetzt hier irgendwie in der Gegend rum und druckt sich überall Vergünstigungen aus. So nach dem Motto, Kauf 2, Zahl 1 oder solche Sachen. Versuchen, Follower zu kaufen. Also Mädel, dann poste lieber ein Selfie auf Simstagram. Ja. Und jetzt musst du auf einen Trollpost reagieren. Lass es bleiben, sag ich dir. Angucken, ignorieren. Ja. Don't feed the troll. Also fütter nicht den Troll. Das ist die wichtigste Grundregel. Aber ein Selfie kannst du machen.
So. Na gut, dann kauf dir halt Follower. Du könntest lieber irgendwie ein Let's Play-Video machen. Dann kriegst du echte Follower. Und poste nochmal ein Selfie auf Simstagram. Na, sie ist gleich schon fertig damit. Und jetzt kannst du dich mit Followern austauschen. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Jawohl. Und teste mal deinen Stimmumfang. Ah, vielleicht wundert ihr euch, weil ich hier so oberschlaue Kommentare gebe zu dem, was sie hier so tun soll. Ich habe ja nicht nur meinen Gaming-Kanal, der ja noch recht klein und bescheiden ist, sondern ich lebe seit über 20 Jahren vom Internet und habe in der Zeit natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und darum mache ich so einen auf oberschlau. Oh, ich habe schon 15 richtige Follower. Ein guter Anfang, Mädel. Wenn ich mich noch etwas mehr anstrenge, bekomme ich vielleicht ein bisschen Gratiszeug. Oder wenigstens einen Coupon. Lass das bleiben mit den Coupons. Das lohnt nicht. Produziere lieber fleißig Videos. Oh, sie kann jetzt so eine Kamera kaufen. Das können wir dann vielleicht mal morgen machen oder so. Weil heute haben wir ja unsere Kaufpflichten schon erledigt. So, ich sollte mich langsam breiter aufstellen und nicht nur auf Simstagram posten. Ich wette, ich könnte ein paar coole Videos für LlamaTube machen. Siehste, genau mein Vorschlag. So, jetzt lassen wir sie nochmal arbeiten. Machst du einfach eine kurze Internetsitzung. Und wir gehen derweil mal zu Mia. Die hat ja noch einen Job in diesem Modeatelier und arbeitet sich da so langsam hoch. So, da kannst du mal die Spule entwirren. Und ich denke mir, wir können hier die letzten 20 Arbeitsminuten gerade mal mit ihr machen. Das sind ja nicht viele Klicks. Und dann kriegen wir mal so ein bisschen mit, wie diese Karriere so ist. Zuschneiden und einfassen kannst du. Sehr gut. Ja. Und dann kannst du Innennähte nähen. Und ein gewagtes Design entwerfen. So, die Besitzer haben geschrieben, dass sie beeindruckt davon sind, wie viele neue Kunden wir gewonnen haben. Tja, so sind wir halt. Ja, ich wusste, wir können es schaffen. Saumäßig toll. Verstehst du? Saummäßig. Okay, ein recht schlechter Wortwitz. Was? Ach, Saum. Das Wortspiel funktioniert wohl nur in geschriebener Form. Aber ich mag deine Begeisterung. Okay. Sehr gut. Jo, darauf kommst du nie. Wir bekommen unsere eigene Frühjahrskollektion. Na, das ist doch toll. Das ist der Hammer. Das ist groß. Ungefähr so groß wie die Erfindung des kleinen Schwarzen. Am besten fangen wir sofort an. Na prima. Dann ist sie ja voll bei der Sache. Und die To-Do-Liste haben wir ja schon abgearbeitet. Dann ziehe ich ihr morgen mal was anderes an, weil sie hat hier ja immer noch das Kleid von der Party. Wir könnten mal kurz gucken, ob gerade eine interessante Party angesagt ist. Nö. Und hier, Phantasia möchte mit dir befreundet sein. Gut, gerne. Ja, wollen wir kurz nach einer Party gucken? Noch eine kleine Party besuchen? Damit Mia auch noch so den einen oder anderen kennenlernt. Man kriegt jetzt hier übrigens auch noch Modejuwelen, wenn man auf eine Party geht. Zumindest eventuell. Und Geld.
Eine Schlemmerparty und eine Konzertparty. Ich denke mal, wir gehen auf diese Konzertparty. Da kann man auch tanzen. So, Mia. Schick habt sie sich ja schon gemacht. Okay, das ist jetzt bei jemand, den ich nicht kenne. Und die Party hat gerade angefangen. Das ist gut, dann hat man immer eine gute Chance, viele Sticker zu kriegen. Okay. Ja, ich hör mal, ich klick mal hier dieses Gezappel weg. So, Belohnung, weil wir auf eine Party gehen. Gut, Mia, du kannst schon mal was machen. Du spielst hier mal ein einzigartiges Gitarrenriff und teilst das mit diversen Leuten, die hier so sind. Ja, am Anfang steigt die Party auch immer so schön schnell auf. Schon wieder eine Mission erfüllt. Hobbys mit Homies. Ja, okay. Und als nächstes sollen wir eine Party veranstalten. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich da mal wieder Zeit zu habe. Jetzt geben wir mal die Tempotechnik weiter an diese junge Dame. Und dann müssen wir uns mal auf die Herren der Schöpfung konzentrieren. Wer ist denn das da? Ja, Vanessa, okay. Vanessa, das ist nett, du siehst fabelhaft aus, aber wir wollten eigentlich hier diesen etwas nerdig wirkenden Typen angraben. Hau nicht ab. Ja, ich würde sagen, der hat sich einen echten Nerd verdient. Der Aidan Mello. Und den fügen wir mal zu Kontakten hinzu. So. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wer hier noch so rumlungert. Der sieht auch interessant aus. Der kriegt mal einen coolen Sticker. Der Ivan Bellota. Interessant. So. Und wen haben wir da noch? Einen mit dem Heiligenschein da. Der muss natürlich auch sofort sein. Und ich denke mal, mit drei... Lauf nicht weg. Du bist einfach fabelhaft. Der Quinn Spears. So. Und dann haben wir fürs Erste genug kennengelernt auf dieser Party und können uns dem Partygeschehen widmen. So. Schon wieder Levelaufstieg. Also, hier kann sie noch was machen und sehr viel verdienen. Und dieses Haus finde ich auch recht gelungen. Gucken wir uns das doch mal an, während die Mia hier ihre Pünktchen verdient. Okay. Okay. Tja, jetzt hängt's. Was ist los? Na, vielleicht muss ich einfach ein bisschen abwarten. Ja. Das zieht sich ein wenig hin. Naja, dann würde ich sagen, dann mache ich einfach mal Schluss für heute. Die Mia wird schon alleine auf der Party fertig und dann lasse ich sie einfach wieder arbeiten, bis das nächste Baby fällig ist. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!